Boah, das ist zu nah, ich kann nicht dodgen. Es ist jetzt schon vorbei eigentlich. Ich lass mich treffen. Vielleicht sollte ich doch manchmal aufmounten einfach. Rumprobieren. Hallo. Muss ich doch auch einmal dodgen. Schlagen meine ich. Nee, das ist halt immer mein Todesurteil. Das ist halt immer RIP. Das kann ich nicht so gut ausweichen. Schwer mit der Übersicht hier bei den Steinchen und so bei der Erhöhung. Na, das mach mit diesem Boden da. Das dritte habe ich noch nicht drauf. Timing vor dem ersten zwei. Ja, drittes ist halt schwierig. Beim ersten beiden, wenn die Silhouette zu sehen ist, kann ich dodgen. Beim zweiten lädt er länger auf. Und dann habe ich das, kann ich das nicht immer. 9 von 10 Fällen schaffe ich es nicht. Na dann, mach mal auf, mal schön. Ich muss nach diesem Ding üben, dass ich dann den ersten Schlag nicht getroffen werde. Achso, der macht nicht kein zweites. Jetzt macht das. Okay, das war ein bisschen late von ihm. Okay, ich bin down. Das war's. Ich krieg das nicht hin mit dem Timing. Sorry, guys. Aber das ist einfach... Geht das? Springen und das oder was? Das haben wir doch gestern eigentlich versucht zu lernen. X und... Links. Probier mal kurz mit dem Mount wegzukommen. Viel zu wenig Schaden gemacht, ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich zuschlagen normal, aber stand anscheinend zu nah. Muss ich jetzt heilen. Zu früh, ich wusste nicht, dass er mit dem Schwanz es macht.
zu spät gedodged. Ich wusste nicht, dass er das macht mit dem Dichter. Der packt mich. Er macht manchmal ähnlich aussehende Dinge. Tot. Das war's. Er macht manchmal ähnlich aussehende Dinge. Und wenn er da steht, hinten am Berg, erkenne ich es irgendwie nicht. Selbst nach so vielen Tries. Das schafft man schon irgendwann. Zu früh, oder? Nee, passt schon. Wenn ich hier vor ihm stehe, ist okay. Ich dodge ab dem einfach nicht mehr, ich schlag einfach zu. Scheißegal. Ich hab irgendwie dodgen wollen, aber ich glaube, es war zu... Boah, tot. Ein bisschen spät, glaube ich. Du, ich habe schon ziemlich viel geraged und mich aufgeregt die Tage, Tycho. Warst ja zum Glück nicht dabei, das ist vielleicht besser so. Ich habe Controller geschlagen, ich habe meinen Daumen verletzt, ich habe zu viel gemacht. Ich habe den Tisch geschlagen, ich habe geschrien vor Verzweiflung. Alles Müdechen. So, ich muss es ja nicht vergessen. Ich habe jetzt mich nicht konzentriert auf das. Verdammt. Ich habe nicht gesehen, ich habe keinen Mana mehr. Es ist halt ein Fehler, du bist tot. Natürlich ist es kein Spaß, es ist halt harte Arbeit. Ich bin auch hier bei der Arbeit, von daher. Ich sehe das ja als Job. Hey Mortorst. Ich habe schon 10% Tries gehabt. Ich weiß, wie ich es schaffen würde. Mit den Aschen, was wir gestern gesehen haben. Aber ich habe jetzt so viel probiert, Alter. Ich würde mir das Spiel kaputt machen, wenn ich jetzt mit der Asche probiere. Muss ich ehrlich sagen. Ich kann nicht hochrollen, Alter. Lol. Ich bin tot, das war's. War gierig.
Fass. Ich glaube, ich sterbe. Ich bin nicht sicher. Okay. Ich habe genug HP noch gehabt. Oh, ich habe nicht mehr im Tage nach diesem Angriff. Bin tot. Okay, fast. Jetzt aber dann. Jetzt aber. Ja, also ich könnte es ja mit den Aschen machen. Das wird bestimmt viel einfacher sein. Habe ich auch gestern gesehen. Vielleicht beim nächsten Boss oder so. Aber bei diesem Boss habe ich jetzt bestimmt meine 6 Stunden schon probiert und bin schon sehr, sehr weit und ich würde das für mich selbst nicht verantworten können. Das wäre für mich fast schon cheaten oder so, für mich selbst. Wenn ich es jetzt von neu hätte, den Boss mit Asche, mit allem, okay, aber ich habe jetzt so lang dahin gemacht, weißt du? Ja, es geht, wenn man dann irgendwann nach 100 Tries einen guten Try hat. Oh. Bin tot. Das ist halt einfach Ende der Gelände, das. Wenn er das macht, dann war's das. Das ist halt Ende Gelände. Genau, da tut man sich dann zu verunsichern lassen. Ich habe gemerkt, Leute, die so No-Hit sehen oder sowas oder blind irgendwas, die labern halt auch viel Müll, weil sie glauben selbst, sie können das. Die Leute, die das spielen, haben das auch geübt 1000 Mal, aber dann manche im Chat dann denken, die können es genauso, nur weil sie es zuschauen. Nur wenn ich am Streamer zuschaue, der es gut kann, kann ich es nicht automatisch auch. Ich weiß nicht, zu früh oder zu spät. Ich weiß nicht, mit dem Schwanz, wenn er schlägt, je nachdem wo er steht, muss ich manchmal früher, manchmal später dodgen. Das war jetzt, ich weiß auch nicht, zu früh oder zu spät. Das habe ich dann, ich bin tot. Ich habe auch gemerkt, ich muss bei einigen Aktionen gar nicht dodgen, ich muss nur zur Seite gehen. Das ist bei dem Rollen eben, je nachdem, wenn er auf mich drauf kommt, muss ich rollen, dodgen. Wenn er zuerst wo einschlägt und weiter rollt, dann kann ich auch zur Seite gehen. Wenn er auf mich hincharge, kann ich auch manchmal zur Seite gehen, muss ich gar nicht rollen. Auch wenn wir es jetzt hier mehrere Stunden heute probieren, ich möchte das noch ohne Asche testen. Weil ich muss sagen, ich habe gestern gesehen, die Kills und so mit Asche, das hat mir so schon wieder so ein bisschen Flair vom Spiel genommen. So irgendwie habe ich mir das gedacht, okay, das ist schon krass. Das ist schon krass. Was hast du dann Begleiter, wenn welche Asche sogar den Boss alleine machen teilweise? Gehört dazu. Aber ich glaube, ich schaffe den hier zumindest auch ohne irgendwann. Zu nah zum Dodgen. Ja komm, wir lassen uns töten. Wir machen nochmal. Ich glaube, ich habe auch so eine Art Bleed-Bild. Aber ich kann halt nicht so oft zuschlagen, damit die Blutung wirklich getriggert wird. Da muss ich schon, keine Ahnung, 9 oder 10 Mal zuschlagen. Und diese Zeit hast du bei dem nicht.
Gut, hört jetzt auf, oder was damit? Hey, Odin. Wir reden gleich. Wir machen kurz einen Tribe. Wir machen. Sehr schwer hier in der Ecke. Trink mal und dann schlag zu. Danke. Nee, ich wollte. Das macht viel zu wenig Damage. Leider hat schon ein paar Fehler gemacht jetzt bei dem Try. Bin tot. Bin tot. Hallo Odin, ich grüße dich. Ich habe gestern einige Kills gesehen auf YouTube und habe auch gesehen, wie stark so eine Asche ist. Mit der Asche ist das, soll das nicht so schwer sein. Aber ich habe jetzt schon einige Tries auf 15 oder 10% gehabt. Heute auch schon First Try 10%. Und dann irgendwann Try 11 auch 10%. Und ich möchte irgendwie den ohne Asche machen. Auch wenn ich noch einige Tage hier dran bin. Es gibt halt Aschen, die sind sehr, sehr stark. Es gibt auch Aschen, wenn du sie hochpusht, die machen fast, also die sollen Boss alleine machen, fast alleine. Aber das nimmt so ein bisschen den Zauber und den Flair vom Spiel weg. Natürlich gehört es dazu. Aber den Boss würde ich mir gerne noch so selber geben. Wie ich danach spiele und ob ich danach spiele, weiß ich nicht. Wenn es die Schwierigkeit nicht gäbe, dann wäre dann noch über das Pferde, aber hart ist ja gerade das Ding. Ja. Ja, ich habe mitbekommen, ja, dass sie in Easy Mode wollen. Würde ich nicht gut finden. Es ist ja schon, wenn man die richtige Kombination, wenn man die richtige, man kann ja schon, ich sag jetzt mal, grinden, cheaten, betrügen mit diesem Vogel da, mit diesen ganzen Kills, mit diesen ganzen Kugeln. Da kann man sich schon sehr, sehr viele Vorteile erarbeiten, wenn man da Bock drauf hat. Dann noch die Asche. Da kann man sich auch ganz viele Heiltränke und Mannertränke. Also es gibt schon sehr, sehr viele Hilfestellungen im Spiel. Was grinden, ein bisschen Bug-Using oder was auch immer man das nennen möchte, gibt es ja schon sehr, sehr viel. Und das wäre schade, weil man kann sich durch das schon enorm viele Vorteile erarbeiten. Das habe ich mir auch geholt, Yaris Scarabeus und Talisman. Und ja, Asche hin oder her, das gehört zum Spiel, das ist auch okay, das finde ich gut. Das werde ich bestimmt auch nutzen, aber bei dem Viech bin ich jetzt schon 6-7 Stunden dran. Ich weiß nicht, vielleicht sogar mehr, weniger. Und das mit diesem Fäulnis da, ja, ist ein doofer Weg. Und dann mal schauen halt, keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe. Ich guck jetzt mal. Zu nah gewesen. Gerade eben aus der Route heraus, machen wir gleich nochmal. Also ich hatte gestern schon mehrere Tries. Ich hatte auch heute schon einige Fast-Kill-Tries. Und so ein bisschen habe ich da so ein bisschen Ansporn an mich selbst, dass ich gerade das hier schaffe.
Das sind ja schon noch 5 Tage hier. Verpeilt den Ding hier. Oh, 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 der hat, okay, der hat, damit habe ich nicht gerechnet. Der hat mir eine gewischt, Alter. Der hat mir eine gewischt hier. Es soll sehr gut gehen hier mit Maustastatur. Ich glaube, das wäre auch für mich nicht schlecht. Denn auf der Tastatur könnte ich kontrollierter drücken. Nur das Spiel war ja eigentlich fürs Bett geplant, dass ich im Bett liege. Und das ist schon okay und ich will ja meinen Controller-Gameplay verbessern, weil ich glaube, dass ich in Zukunft mehr aus dem Bett spielen muss. Ich glaube, dass meine Scheiße mit meinen Füßen schlimmer wird und dann habe ich keine Chance mehr zu sitzen. Ich glaube, dass die Kamera von dem Controller, also von der Tastatur oder von der Maus in dem Fall, besser zu steuern ist. Jetzt habe ich gerade anscheinend wieder so eine Phase, wo ich nicht schaffe, aber ja, gucken wir mal. Ja, ich ja auch, aber ich werde versuchen, mir das abzugewöhnen, mich aufzuregen und zu fluchen. Weil es ist echt nicht wert. Es ist es echt nicht wert. Das Einzige Gute daran, du bist ein bisschen gepusht und der Herzschlag ist höher, dann kannst du konzentrierter spielen. Aber es ist echt nicht wert. Was macht er denn jetzt da unten? Und den Schwanz hinterher ist halt einfach nur GG, dass du mich safe triffst hier. So. Ich muss weg von dem Stein hier, Alter. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, jetzt macht er irgendwie andere Sachen. Ja, deswegen, ich möchte ja das mit Können machen und nicht irgendwie mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder so hier, Mortos. Wir werden aber hier leider noch lange verbringen hier, also wenn ihr was anders sehen wollt, verstehe ich das. Aber wir werden hier leider noch einige Tage verbringen, denn ich bin mir nicht sicher. Hier zum Beispiel kann ich nicht abmounten. Hier, ich drücke die Taste, er mountet nicht ab. Da muss ich einen Schritt vielleicht gehen, der mountet ab. Hier mountet auch nicht ab, ich muss wieder einen Schritt gehen, abmounten, jetzt macht das. Es sind gewisse Punkte, wo gewisse Sachen einfach nicht funktionieren. Manchmal. Besonders hier. Auf dieser Oberfläche habe ich gemerkt. Das ist mir halt im Kampf passiert öfters. Und dann dachte ich mir, okay. Ja, jetzt habe ich wieder gelabert. Was, solange ich nicht mehrere Tries hintereinander habe auf 10%, werde ich den auch nicht schaffen. Das Ziel ist es halt erstmal, 2-3 Tries am Stück auf 10% zu schaffen und dann irgendwann zu töten. Ich habe heute schon 3 Tries auf 10% gehabt. Innerhalb einer Stunde. Also das heißt, also, ich schätze grob, bis ich den Kill habe,
falls ich ihn schaffe, 10 bis 40 Stunden. Noch. Realistisch geschätzt von mir. Diese Tries sind aber zu selten. Wenn man das so hochrechnet, 10 bis 40 Stunden. Aber ich merke auch, in den ersten 10 Minuten war das okay, dann habe ich noch schön gedodged und habe das alles noch gefühlt. Und jetzt, man macht da verschiedene Wandlungen mit. Jetzt ist das wieder anders. Also jetzt tue ich mir wieder schwerer. Man macht viele Phasen, macht man mit. Da weiß ich halt nicht, wo ich rollen soll. Bin tot. Wenn er das macht, bin ich eh tot. Ich hab das noch nicht genau raus. Ich möchte auch bewusst jeden einzelnen Hit von mir machen und auch jeden einzelnen Schlag von ihm ausweichen. Das ist mein Ziel. Keine einzige Mal Fettfingern. Mach das, Tichonia. Ich mach das ja nicht anders hier. Nur du kriegst halt viel mehr als ich. Bis später. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch da bin, wenn du kommst. Ich wünsche dir sonst einen entspannten Tag hier. Bis morgen vielleicht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das Spiel enorm an Energie saugt. Ich kann euch nicht sagen, wie fertig ich gestern war. Natürlich habe ich auch meine Tabletten alles genommen. Das macht noch ein bisschen mehr. Aber ich war wirklich gestern ziemlich kaputt. Also wirklich energielos und schwach. Ich konnte mich nicht mehr wirklich bewegen und müde ohne Ende. Genau, und weil ich das mit WoW durchgemacht habe, und bei WoW, ja, da ist halt die ganze Gruppe verantwortlich, hier bin nur ich verantwortlich. Und deswegen ist das halt so eine Art Ersatz, den ich jetzt gefunden habe, und das ist okay. Genau, es geht um den Progress. Hey, ich brauche von dem Boss kein Loot. Sowieso nicht, es geht nur um den Kill. Das kriege ich woanders vielleicht. Ja, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Schwanz, Hieb. Macht es der Schwanz hier so schnell, dass ich da nicht zurechtkomme. Oh. Das waren jetzt wieder ein paar Schläge und ein paar Fehler von mir. Irgendwie macht er sehr, sehr viele Attacken ziemlich gleich von der Animation her und das habe ich noch nicht wirklich in meinem Kopf realisiert. Aber das ist nicht schlimm. Wir machen jetzt ein paar Tries. Ich habe auch nichts gegessen, nicht einen Tee nur getrunken. Ich bin aufgestanden, habe einfach Elden Ring gestartet. Vorher ein paar Tweets gemacht. Jetzt machen wir ein paar Tries. Werden dann vielleicht was essen, entspannen, vielleicht ein Video schon nachmachen. Machen wieder ein paar Tries. Das machen wir jetzt einfach ein paar Tage. Und ja. Wenn ihr Bock habt, macht ihr mit, ansonsten verstehe ich auch, wenn ihr was anderes schauen wollt. Das ist alles okay. Alles okay. Ich lebe ja hier im Stream, also mach mal das schon.